Also so viele Kirschen wie dieses Jahr war noch nie dran. Ich habe die billige Sauerkirschmarmelade kaufen, als ich sie hier machen kann. Meine teure Arbeitskraft gerechnet, natürlich Wahnsinn. Aber letztendlich macht es halt Spaß, selber zu machen mal. Ich muss sagen, dieses Jahr macht es nicht so viel Spaß hier zusammen, weil es einfach zu viele sind. Es geht zu leicht. Letztes Jahr, als ich da bin, musste ich noch richtig einen Baum hochsteigen und mit allerletzter Kraft nochmal so einen Ast zu mir biegen, wo nur 5 dran waren. Da habe ich mich gefreut, diese 5 zu kriegen. Ja. Und jetzt greife ich einfach ran, hole ab. Das habe ich jetzt den ganzen Eimer jetzt in einer halben Stunde gesammelt. Das ist ja einfach, mehr als 2-3 Eimer brauchen wir ja nicht. Es gibt kein Internet hier, es gibt nichts, was hier ablenkt. Ja, in der Stadt gibt es immer tausend Sachen, die einen ablenken. Oh, und hier draußen, Alexander? Hallo. Wir sind auf dem Land gerade, waren Sommerurlaub bei uns im Häuschen. Kann ich dir gerne geben. Es gibt auch, ich habe auch 1-2 neue Serien, die echt super sind. Ja, das ist, ja. Also, dann grüß dich Lynn und so weiter und dann bis bald, ja? Ich muss jetzt kommen. Noch eine Runde mache ich. Wie Tore schießen am Fußball. Ich weiß nicht, man hat so ein Treffen, das ist so zack, zack. Die haben jetzt hier zum Trocknen hingelegt, mal ausgekocht, abgeputzt. Und dann können wir jetzt Kirschkernkissen nehmen. Natürlich schön, wenn wir noch mehr haben, weil ein Kirschkernkissen ist ja schon so viel. Ein kleines, ne? Aber es sind Kinderangeln. Ich weiß, ich habe sie nicht mehr hingekriegt, ehrlich gesagt. Hier dieses, ich weiß gar nicht, wie dieses, was eigentlich dieses Schwerter dürfte. Hoppala. Aber hier kommt das ja, so, würde jeder Depp sagen, das ist zum Aufziehen. Nur, ja, jetzt ist es ein bisschen verknotet natürlich. Aber es. Achso. Also mich auch ein bisschen verheddert. Einen Moment. Immer gut. Ups. Ja, die Hobbyangler. Ich habe die Angel nicht gekauft, deswegen. Ich habe die Oma gekauft. Na schön, habt ihr schon mal richtig gekauft. Aber gleich eine Wurfrute hätte ich noch nicht gemacht. Achso, dann wurde sie falsch verraten. Ja, weil wenn man als Anfänger auswerfen, dann muss man alles erst üben. Ja, oh Gott. Einfach so ist nicht. So, Haken. Haken und das sind die Stopper, damit sie ihre Tiefe einstellen können. Welche Tiefe? Na, in der Tiefe, in der sie angeln möchten. Der reißt nicht. Boah, wenn ein richtig großer Anbeißt ist, reißt er doof. Deshalb drillt man ja ganz vorsichtig. So. Zack! Was war nochmal drillen? War dann, wenn man. Drillen, na, wenn du einen Fisch dran hast. Ihn ach, tot machen, so, müde machen. Ach so, praktisch Stoff geben, Schnur geben und wieder, genau. Wieder ranziehen. Ah, okay. Wie wirft man denn am besten aus? Ha, na, das müssen Sie selber üben. Das kann Ihnen kein Mensch erklären. Muss man es immer zur Seite drehen oder? Nein, das muss alles in einer Flucht sein. Damit die Ösen zueinander stehen. Also praktisch so festhalten, nach hinten gehen. Ja, und so nicht so doll durchziehen. Ja. Ganz locker aus dem Handgelenk. Ah, irgendwas wird schon beißen. Das glaube ich auch. Angeln ist ein schöner Toppi. Ja. Ja, ist so. Also das müssen wir ins Wasser auflösen. Nicht auflösen. Nein, andicken. Genau. Andicken und dann. Bis man einen Ball kneten kann. Kann man das solche gleich? Nein, das ist was ganz anderes. Also, Fleisch machen. Da machst du hier 2-3 Stück rauf und dann kannst du angeln. Und dann schnell verarbeiten. Wäre am besten. Weil sonst dicke, fette Fliegen rauskommen. Ist. Ja. Und die kann man auch dran machen, theoretisch, oder? Nee. Die fliegen dann weg. Ja. Nein, die verbraucht sich.
Bitteschön. Verpuffen sich. Ja, verpuppen sich. Werden richtig Verpuppen. Da werden richtig dicke, fette Brummer draus. Verpuffen sich. Nee, verpuffen nicht. Gut, dann Ben, probier, denke ich. Danke, danke, danke. Naja, guck mal, das ist er ja, der uns beraten hat. Hier überall. Hier. Das ist aber ein großer Fisch. Was ist das jetzt für einer? Das ist ein Karpfen. Mama, komm mal mit. Komm, Leute. Das hier abmachen. Das ist der Schwimmer, der ist im Wasser. Und hier unten hängt der Haken dran. Und zwar macht man das von vorne auf. So, habe ich mich gelernt. So. Ich finde es jetzt schwer, diese Würmer da. Darf ich mal gucken? Ja, guck mal hier. Ich habe schon ein paar Mal dran gedacht gehabt vorher. Schon als ich gekauft habe, wusste ich, dass der Moment. Ja, ich habe es das ist, dass ich jetzt nehme und einfach an den Haken mache. Einfach. Komm. Geh mal weg. Wenn wir da die Angel nicht so weit aus. Boah, hat nicht so richtig funktioniert. Mach's nochmal. Wir müssen ein bisschen Platz machen da hinten. Ist das jetzt Weizen oder Gerste? Ich glaube, es ist Weizen. Ich glaube, die Gerste hat noch längere Haare. Wenn ich mich richtig erinnere, sind Weizen und Gerste die sich biegen. Der Roggen ist so stabil, der ist so kompakt und der bleibt gerade stehen. Und die sich so biegen, sind Weizen und Gerste. Und ich meine, der Weizen ist der mit den kürzeren Haaren und die Gerste hat, glaube ich, noch längere Haare. Da bin ich mir nicht sicher. Jetzt gibt es auch noch so Winter- und Sommerweizen und so ein Graffel. Das müssen wir jetzt dann tatsächlich googeln. Ja, so rollt sie sich ab, aber macht es nicht automatisch. Ich denke, es soll nur loslassen. Oh shit. Also nochmal. Eins. Zwei. Am Anfang muss man das auch mal lernen. Aber wir haben es schon gelernt. Deswegen können wir schon angeln. Ich habe das auch schon gelernt. Das ist bitter, ey. Ich war die Angel. Ah. Ein Vogel. Ganz schön hoch in den Wolken. Ich verstehe nicht, warum sie sich nicht abrollt. Das ist doch so gemacht wie der. Der weiß genau, dass ich jetzt hier so leide. Mir macht es nur Spaß, wenn ein Fisch anbeißt. Ah! Habt ihr gesehen? Mit Fissels Kack-Nylon-Scheiße da. Nylon-Scheiße? Papa! Ja? Oh nee. Weil das Werfen ist das A und O. Wenn wir das Werfen nicht hinkriegen, müssen wir gar nicht mehr anfangen mit Angeln. Können wir dann nicht nach Hause gehen? Oh, ich hab mir bloß diese anderen Angeln gekauft, ey. Also man muss die da schon, sagen wir mal, reinversetzen. Man muss den Willen haben, man muss das möchten. Nicht nur jeden Tag gehen, du beißt nichts und dann nie wieder gehen. Das ist nochmal so. Größere Köder nutzen. Anfüttern. Und dann funktioniert das auch. Warum kriegen die jetzt Nummern? Keine Nummern, ist der Preis. Okay, also das ist Robben. Das ist der Robben. Das muss eigentlich Robben sein, weil der hat diese kompakten, nach oben stehenden Ähren. Das ist Hafer, das ist ja sehr leicht zu identifizieren, der ist einfach so fluffy. Und dann bei dem bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir dreimal das gleiche haben. Ich befürchte fast, wir haben hier dreimal Weizen. Die biegen sich doller als die anderen, gell? Die biegen sich schon mal mehr als die. Oder das ist doch Gerste. Ja, wir sind drei, ich bräuchte aber sieben Forellen. Und dann nochmal vielleicht drei Saiblinge oder. Ja.
Ja, nicht so gut für alte Mann. Das ging ja jetzt ratzfatz. Oder? Da muss ja wirklich alles drin, was man so erwartet. Ja, Leber, Niere. Gut, ist ja klar, aber irgendwie. Ich möchte gar nicht genau wissen, was die einzelnen Sachen sind. Ist das jetzt hier das Herz oder was ist das hier? Ne? Also, wenn ich habe schon mal Fische aufgenommen, aber ich habe das Gefühl, das ist so unglaublich blutig gewesen. Also mal die eine. Da kann ich den Schmodder eigentlich reinpacken gleich. Unser Glück in der Liebe ist weniger eine Frage von Beute, Schema, Pheromonen oder Haarfarbe, sondern Kopfsache. Die brauchen auch Themen, so wahnsinnig viel Neues gibt es ja auch nicht. Da wird das eine oder andere immer wieder aufbereitet. Jetzt ist Autismus hoch im Rennen, ADHS ist so ein bisschen abgelöst. So, Sie finden das komisch. Na, dann gucken Sie mal, was ich hier habe. Nein, es macht Spaß, aber jetzt macht es auch mehr Spaß als am Anfang. Nee, ich finde es super. Ich würde es auch gerne können. Ups! Ah. Und Thymian haben wir noch. Ja, aber wollen es nicht so französisch machen. Ja. Ich sag's ja noch. Genau, aber wo kein Koriander wächst, kann man auch keinen benutzen. Ja. Es ist anderer Thymian. Oregano? Oregano ist das, glaube ich. Ich weiß nicht, kannst du. Nee, Oregano ist rund. Was ist denn das? Boah, das ist tierisch scharf. Oh, das ist tierisch scharf. Du bist beheilt, Andrea. Ja. Aber du kannst schon leben. Ich war gerade am Spülen und du fragst mich nach dem Kräuter, dann bin ich wieder draußen. Wir können noch Knoblauch, das wäre doch lecker. Knoblauch in Alu grillen. War ein bisschen die Nacht, hatte sich immer so eine Schale mit Eiswürfeln und Butterstücken kommen lassen und hat die dann pur rein sich reingezogen. Albtraumvorstellung. Mit Joghurt, ein bisschen Schafskäse und ein bisschen Karottencreme. Eine Karottencreme mache ich. Was denn? Na, an der Seite ist ein bisschen Schimmel, aber ich guck mal, ob der Joghurt auch schimmelig ist. Joghurt wird ja eigentlich nicht schlecht. Ne? Das heißt, man raspelt die Karotten klein, dünnt sie dann in Olivenöl und dann lässt man es abkühlen und dann macht man parallel in den Joghurt Knoblauch rein. Und wenn es abgekühlt ist, kann man es dann zusammenmischen und dann kommt vielleicht noch irgendwas Petersilie oder was auch zum Verschönen. Mami, ich bin ein Joghurt!
Ei kam perfekt. Perfektes Timing. Hm. Anmachen ist, ich mache gerade an, logischerweise. Hasse ich wie die Pest, wenn man so stinkt danach. Und der zweite Teil, das Grillen selbst, und da stinkt man auch danach. Deswegen mag ich es auch nicht. Die sind jetzt aber auch fertig, die Würste, oder? Mhm. Nicht? Die Schwierigkeit ist bei den Fischen natürlich, man kann nicht richtig reinsehen. Die sind in eine Alufolie verpackt und ich habe die anscheinend zu früh gewendet. Sodass wir jetzt, lassen wir da 2-3 Minuten drauf und dann müssten sie gar sein. Also hier, das ist fertig, das sehe ich. Oben. Wer will einen Fisch haben? Wow. Meine Lieblingstees sind der Tee du Matin, der ist nicht aromatisiert, also ein kräftiger russischer Morgentee. Und dann die russischen Mischungen, nämlich die da sind, Prinz Wladimir und Anastasia. Aber die sind alle zu parfümiert. Deswegen meine ich, dass es Frauentee sind, die sind alle so parfümiert. Das ist kein Tee. Lecker. Das ist mein Tee hier. Für Tee, Erwachsenen-Tee? Ja, ich verrieche. Lecker. Ein kleines Wutzi-Butzi. Der riecht eklig. Ich würde schon ganz gern 2-3 so große machen, weil die Kleinen, wir haben nicht mehr so viele Leute mit Babys und wir haben noch relativ viele so kleine Kirschkernkissen und die benutzt man als Erwachsener einfach nicht. Aber sowas, glaube ich, würde man schon benutzen, wenn das so als Erwachsener auch alle ist. Wenn dann so Kirschkerne drin sind. Vielleicht können wir die kleinen Kirschkernkissen wieder zurückfordern. Also das sind schon vorbereitet, die Kirschkernkissen. Also ja, die müssen dann noch irgendwie zusammengenäht werden und dann kann man die befüllen mit dem Kirschkern. Also vor allem ist es einfach schon so, hat man das Gefühl, es ist irgendwie was Sorgendes obendrauf. Was macht man mit denen jetzt? Das kannst du entweder ins Bettchen vom Bettchen legen oder du legst es, es gibt Menschen, die legen sich sowas ins Bettchen. Vom Baby. Ach so, also vom Baby. Jakob, das ist jetzt Weizen, oder? Was? Weizen? Guck mal, Weizen hat ganz glatte Ähren. Oh, guck mal hier. Ach, die Andrea hat das gedacht mit den langen Haaren, dass das Weizen wäre. Nee, das stimmt nicht. Weizen ist ganz glatt. Oh, der ist ganz schön trocken. Guck hier. Oh, die kann ja schon bald mehr. Ist aber noch weich. Der Korn ist noch weich. Und muss das hart sein? Muss hart sein. Jetzt. Was ist denn das für einer? Roter Milan. Oh, guck mal, drei Hasen. Wo? Auf dem Berg oben waren sie. Ja, so arm waren hier unten auch welche. Guck mal, jetzt kommen sie ganz schön an. Ich weiß nicht, ob den der Zuschauer erkennen kann. Du, jetzt kommen sie dichter. Hier, guck mal. Da. Komm her. Ja, da sind sie. Dichter kann ich dir die nicht zeigen. Jetzt hast du aber drauf. Ja, jetzt habe ich sie. Ja. Jetzt sind es aber nur noch zwei. Ja. Was gibt es heute bei euch zum Mittag? Ich gehe in eine Gaststätte essen. Weiß nicht. Flieht? Hm. Der Bürgermeister ist ja gestorben. Der Alte. Guck mal, jetzt willst du. Um Massen tummeln sich herum. Soll das sein? Hufeisen, ne? Das ist für den Hals, ne? Das ist für den Hals. Für den Nacken. Aha.
schon, ne? Oh, könnte noch mal länger sind, ne? Für meinen Hals. Hat das irgendwie eine Wirkung, das Kirschkernkissen? Kann sein. Ne, ist wärmer, ne? Klar, wird das eine Wirkung haben. Angelst du auch manchmal? Nee, ich lasse mir dann die Fische verscheißern. Das ist mein Lieblingstee. Also das ist jetzt ein grüner Tee, ein aromatisierter. Jakob sagt, ein Frauentee, weil Männer trinken sowas nicht. Das ist denen zu parfümiert. Genau. Und der ist jetzt, klingt wahrscheinlich ziemlich abartig, grüner Tee. Ich komme gleich mit Mate und Grapefruit. Du musst ihn nicht austrinken, wenn er dir nicht schmeckt. So, jetzt erst. So. Spiegel auf. Gut. So, und dann ein bisschen pendeln so, ein bisschen untereinander. Naja, so. Guck mal. Bügel auf hier. Ja. So? Ja. Und dann machst du es so. Geht doch ganz einfach. Ja, ja, das ist auch gut. Jetzt bist du schön. Er guckt ja gar nicht. Ich doch, ich schau. Guck, unten ist er so ein bisschen ausgestellt, das ist aber unabsichtlich passiert. Habe ich irgendwie. So ein bisschen tulpenartig unten, ja? Ja, genau, aber es ist auch eigentlich ganz schön, dass was versehentlich passiert, aber. Ne? Ich mache hier gerade Abendessen klar. Ja. Das ist schräg genäht, also wenn man den Stoff schräg legt, das ist ja Baumwolle, ne? Wenn man den aber quasi schräg zu, also weißt du, so ist der Stoff. Wie? Also wenn jetzt der Stoff, warte mal. Und du dürfst nicht mit dem Finger die Schnur festhalten, dann kommst du nicht weiter. Achtung. Wenn das jetzt der Baumwollstoff ist, dann kannst du den ja weder so dehnen, noch so dehnen. Aber wenn du das schräg nähst, so kann man Baumwolle dehnen, weißt du? Oder so. Na nicht, du darfst nicht nach vorne gehen, du musst stehen bleiben. Ja. Yeah. Also Sander ist kaum. Hecht ist genug. Aal gibt es auch noch kaum. So. Und also Barsch gibt es noch reichlich. Also ein paar Plätze, ein paar Bleie. Und das war's. Karpfen ja nicht. Du wolltest doch einen Karpfen angeln. Hier nicht. Ich. Hier nicht. Wenn wir nett, wird sie sich ärgern, wenn wir aus einem riesigen Aal ankommen. Vorsicht, das bist du noch geangelt. Vielleicht oh. Kommt bestimmt ein Fisch. Ja, mal sehen. Dich hinstellen, Anselm. Es gibt bestimmt total eine Hose. Eins, zwei, drei. Ich gehe der Stock wieder rein. Jetzt einfach warten, oder? Ach, das gibt's doch gar nicht. Ha! Gibt's nicht. Na klar, ich gebe bitte. Da hat ein Fisch. Ich glaub's nicht. Guck mal. Ich glaub's nicht. Da ist das ist mein Fisch. Das ist dein Fisch, ja. Au. Oh, hat sie verheddert. Ja. Das ist ein Scheiß heute, ey. Ja! Oh, das gibt's doch gar nicht. Ja. Ein Rotfisch, Freda, oder? Ach, der Plätze. Der große ist meiner. Achtung! Oh! Vergesst den Bügel. Den Bügel zu machen. Ah, das ist ja eine Arbeit, die ein Albtraum ist. Ja, da drin ist Schnur, das zeige ich da. Das ist ja Wahnsinn. Ah, jetzt habe ich es aber. Noch ein Fisch. Gibt's doch gar nicht. Auch mein Fisch. Warum beißt die bei dir an? Komm, wir tauschen mal. Okay. Damit kommt es besser klar. Die ist besser, die ist besser. Hier oben. Ah. Ja. Da muss ich da. Hab ich im Schiff fest. Jetzt kommt ein ganz großer Fisch. Guck mal. Andrea, du vertreibst die Fische. Mal kurz auslachen. Was machst du anders? Gar nichts. Hast du unten einen Freund sitzen, der die gerade die Fische drauf. So ist es. Ich verstehe das nicht. Das ist immer so, die Leute, die mehr Erfahrung haben, die.
Die machen es scheinbar genau gleich, aber machen es doch ein bisschen anders. Oh, die brennt total. Das ist ein scheiß Zeug. Bio. Und dann brennt es total. Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Muss das so sein? Das Reinschmeißen macht eigentlich am meisten Spaß. Ich werfe noch einmal aus. Wenn dann kein Fisch kommt, dann gehen wir. Meine Angel heißt Prophecy. Pose? Ja. Und die Angel von Detlef, die richtig gute Angel, die heißt Shakespeare. Oh, und wann ist der jetzt? Ah, da! Da! Da ist er! Ah, das ist ganz stark, guck mal! Du bist Scheiße, er ist weg! Ja, so langsam kurbeln kannst du nicht. Nein, komm mir nicht. Ah, doch, da ist er! Hier! Da! Ja, guck mal. Also, den nehmen wir nicht mit. Den machen wir wieder mit. Aber die Kugel dauert aber länger hier. Was? Mit die Eierkugel. Ja, was sollen wir machen? Jetzt haben wir keine andere da. Genau, das ist die. Das dauert lange. Das dauert total lange. Ja, also, verbrennen die nicht? Ach, da ist es wunderlich. Sag mal. Na. Was sag ich jetzt mal? War einer jetzt Unterhitze oder was? Ich habe gerade eine Diskussion über die Wagner. Sieh mal jetzt mal was an. Mhm. Als erstes fange ich mit dem Bäckchen an. Lecker. Gut gemacht. Lecker. Warum isst du keinen Fisch? Ich mag nicht. Der schwimmt im Wasser. Willst du eigentlich Senf dazu haben oder Ketchup? Ja. Gar nichts? Nö. Ja. Straight. Wow. Salat magst du auch nicht? Doch. Ach. Nothing ever ends where it all began. We will have a quiet life in the end. Mietzi, ess doch erstmal deinen Fisch. Ess doch erstmal deinen Fisch. Mama. Also hier ist der Fisch für dich. Mag doch keinen Fisch, habe ich dir schon zigmal gesagt. Auch keine Aale? Oh, der Rocken. Nee, das war auch nicht der Weizen. Falsch. Alles falsch gemacht. Aber das ist ganz begeistert gesagt. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine Angel zusammenbaut. Dann müsst ihr die Spur hier so durchfädeln. Dann braucht ihr nur noch Stopper her. Die werden auf die Spur gezogen. Dazu, dass die Hose an ihrer Stelle fällt. An den Stopperperlen ist eine kleine Schnur, die durch die Laufe. Das geht aus dem Sinn. Sieht man gar nichts mehr. Könnt ihr die Stopperperlen erstmal weglegen? Die brauchen wir nicht mehr. Tee.